Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Mini-Let's Play. Wir spielen heute Every Day the Same Dream und im Grunde genommen lässt sich das Ganze wohl zusammenfassen als, sagen wir mal, die Tretmühle, die tägliche Tretmühle, in der wir alle uns befinden. Morgens aufstehen, es ist 6 Uhr morgens, den Wecker ausschalten. Ich gehe zum Kleiderschrank. Ich ziehe mich an. Meine Frau begrüßt mich. Morgen, Schatz. Morgen, Schatz. Ich schalte den Fernseher aus. Kurzes Küsschen. Du kommst zu spät. Kein Küsschen. Ich verlasse das Haus. Hoffentlich ist die alte Vettel nicht wieder am Fahrstuhl. Ich drücke den Knopf. Die Vettel ist im Fahrstuhl. Ich betrete den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl fährt weg. Ich rufe den Fahrstuhl ein weiteres Mal. Die alte Vettel ist immer noch drin. Mal sehen, was sie zu sagen hat. 5 weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. Die alte Vettel sagt jeden Tag das Gleiche. Ich verlasse den Fahrstuhl. In meinem schicken Büroanzug mit meinem Aktenköfferchen betrete ich den Parkplatz und fahre zur Arbeit. Es staut sich vor mir, hinter mir, überall ist Stau. Das letzte Blatt des Herbstes weht im Wind. Mein Chef meckert: Du kommst zu spät. Geh in dein Büro. Mein Büro, Büro nennt er es. Die Bilanzen sehen rosig aus. Aber mein Büro sieht alles andere als rosig aus. Eingepfercht wie die Lemminge sitzen wir hier und sitzen wir hier und sitzen wir hier und arbeiten uns den Arsch auf für den dicken Boss. Um in unsere kleinen Urlaube zu fliegen, wir sparen, wir sparen, wir arbeiten. Das ist unser Leben. Das ist auch mein Leben. Am nächsten Morgen stehe ich auf, ich schalte den Wecker aus. Die Sonne scheint. Ich ziehe mich an. Meine Frau erwartet mich. Morgen, Schatz. Morgen, Schatz. In der Glotze flimmert's wieder, ich schalte die Glotze aus, wir müssen Strom sparen. Meine Frau sagt: Komm schon, Schatz, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät, jeden Tag komme ich zu spät. Erstmal den Fahrstuhl rufen. Hoffentlich ist die alte Vettel nicht drin. Die alte Vettel ist drin. Mal schauen, was sie zu sagen hat. 5 weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. Sie sagt jeden Tag das Gleiche. Ich verlasse den Fahrstuhl. Mit meinem schnieken Anzug, der war nicht billig, und meiner super Brieftasche gehe ich zum Parkplatz und fahre. Vor mir Stau, hinter mir Stau. Jeden Tag Stau. Das ganze Leben besteht nur aus Stau. Es ist heiß, die Sonne knallt. 50 Grad und warum fahren die da vorne nicht? Ich komme zum Büro an. Ich fühle mich wie das letzte Blatt im Herbst. Mein Boss. Du kommst zu spät. Ach ja. Geh in dein Büro. Mein Büro. Ach, die Bilanzen sehen gut aus. Mein Büro. Kann man es überhaupt Büro nennen? Alle sitzen sie hier, alle. Aber eines Tages werde ich es schaffen. Ich werde bestimmt Abteilungsleiter. Denn ich bin anders als die anderen. Ich bin ausersehen. Ich bin etwas Besonderes. Weil ich diese besonderen Gedanken habe, dass ich etwas Besonderes bin. Doch jetzt heißt es erstmal arbeiten, arbeiten, arbeiten. Schließlich wollen wir noch in den Urlaub fliegen. Also arbeiten. Hier noch Excel-Tabelle, links nach rechts, Spalte 3. Am nächsten Morgen, ich lass den Alarm an, ist mir egal. Die Sonne scheint, ein schönes Wetterchen. Ich schlüpfe in meinen Anzug. Meine Frau erwartet mich. Morgen, Schatz, der Fernseher läuft, ich mach ihn aus. Doofe Gewohnheiten, wird man nie los. Meine Frau sagt: Komm, Schatz, du bist zu spät. Ich komme immer zu spät, ich komme jeden Tag zu spät.
Ich rufe den Fahrstuhl. Hoffentlich ist die alte Vettel nicht drin. Die alte Vettel ist drin. Mal schauen, was sie zu sagen hat. 5 weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. Ich werde immer eine neue Person sein. Es sind immer 5 Schritte. Ich gehe zum Parkplatz und... Ja, was soll's, ich gehe zum Parkplatz. Vor mir Stau, hinter mir Stau. Das ganze Leben ist ein Stau. Mein Redefluss ist ein einziger Stau. Ich gehe zum Büro. Mein Anzug sitzt super. Das letzte Blatt weigert sich herabzufallen. Es ist ein guter Herbst. Mein Boss sagt, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Geh in dein Büro. Ich gehe immer in mein Büro. Die Bilanzkurve sieht immer gut aus und immer kurz. Kann man es überhaupt Büro nennen? Ich weiß es gar nicht, aber eines Tages werde ich aufsteigen, wenn ich mir heute besonders viel Mühe gebe, dann werde ich bald schon meine Lorbeeren ernten, die Früchte meiner Arbeit. So, im Gegensatz zu allen anderen hier, die hier sitzen und arbeiten, werde ich es schaffen. Ich weiß es genau, ich muss mich noch anhalten, ich werde bemerkt. Ich werde bemerkt, ich bin etwas Besonderes. Jetzt aber setze ich mich erstmal hin und... So, Excel-Tabelle, linke Spalte, rechte Spalte, Bilanz, Summformierung, okay. Am nächsten Morgen, ich bin ein Rebell, ich lasse den Alarm schon wieder an. Oh Mann, ein wildes Leben führe ich. Aus dem Fenster scheint die Sonne und ich ziehe mich an für die Arbeit. Natürlich ziehe ich mich an für die Arbeit, ich ziehe mich immer an für die Arbeit. Meine Frau sagt, morgen Schatz, ich sag morgen Schatz. Der Fernseher läuft, ich schalte ihn aus. Strom sparen, immerhin wollen wir in Urlaub fliegen. Meine Frau sagt, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät, ich komme jeden Tag zu spät. Der Flur ist endlos, meine Schritte sind schwer, ich mag nicht mehr. Ich drücke den Knopf, hoffentlich ist die alte Vettel nicht drin. Natürlich ist die alte Vettel drin. Sie sagt, 5 weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. Ich fühle mich wie eine alte Person, die aus altem Kaugummi besteht. So fühlt sich mein Leben an, wie altes Kaugummi. Ich gehe zum Parkplatz. Mein Anzug sitzt super. Ich gehe nicht zum Parkplatz. Ich gehe einfach mal woanders hin. Ich habe die Schnauze so voll. Ich gehe in die andere Richtung. Dort sitzt ein Obdachloser. Guten Tag, Herr Obdachloser. Ich kann dich zu einem ruhigen Plätzchen führen. Er führt mich zu einem ruhigen Plätzchen. Was für ein ruhiges Plätzchen? Ein Friedhof. Ein Friedhof. Am nächsten Morgen. Ich erinnere mich, oh, ich bin unruhig. Es war ein schöner Tag auf dem Friedhof. Ich möchte jetzt jeden Tag auf den Friedhof gehen. Dort fühle ich mich irgendwie mehr zu Hause als zu Hause. Ich lasse den Alarm an. Ich schaue aus dem Fenster. Wieder ein schöner Tag. Wieder ein schöner Anzug. Wieder ein guter Tag fürs Büro oder für den Friedhof. Meine Frau sagt, morgen Schatz. Ich sag, morgen Schatz. Ich schalte den Fernseher aus. Strom sparen will gelernt sein. Immerhin wollen wir in den Urlaub. Schatz sagt, komm, du kommst zu spät. Ich sag, ich komme immer zu spät. Ich gehe in den Flur, der endlose Flur mit den 3 Lampen. Ich hoffe, die alte Vettel wird nicht im Fahrstuhl sein, den ich soeben rufe. Natürlich ist die alte Vettel im Fahrstuhl. Sie sagt, 4 weitere Schritte und du bist eine neue Person. 4 weitere Schritte. Etwas hatte sich geändert. Ich hatte etwas anders getan. Ich war auf dem Friedhof. Vielleicht sollte ich wieder auf den Friedhof gehen. Ich gehe gar nicht mehr zur Arbeit. Ich gehe einfach jeden Tag auf den Friedhof. Doch der Obdachlose ist nicht mehr da. Alleine kann ich nicht zum Friedhof. Oh nein. Die Ampel ist rot. Die Ampel bleibt rot. Mein ganzes Leben ist eine rote Ampel. Ich komme nicht mehr weiter. Von einer Sackgasse in die nächste. Na gut, ich gehe in Richtung Parkplatz. Mein Anzug sitzt super. Mein Köfferchen in der Hand enthält wichtige Dokumente. Wie kann diese Firma ohne mich bestehen? Ich fahre. Ich stehe im Stau. Mein ganzes Leben ist ein Stau. Es geht einfach nicht mehr weiter. Ich fahre und fahre und fahre und fahre und fahre. Und fahre und komme nicht voran. Mir reicht's. Ich steige aus. Ich habe keine Lust mehr. Im Hintergrund der Stau, im Vordergrund eine Kuh. Was soll ich tun? Ich bin überfordert. Die Kuh sagt, Muh. Ich streichle die Kuh. Es fühlt sich gut an, was anderes zu tun. Der Kuh geht es gut. Der Stau steht immer noch. Der Stau würde auf mich warten. Ich gehe an den Wartenden vorbei. Sie schauen mich verständnislos an aus ihren kleinen, kleinen Wagen. Ich besteige meinen eigenen kleinen, kleinen Wagen und fahre voraus. Ich betrete das Büro fast. Ich sehe das Blatt am Baum. Es ist immer noch nicht gefallen. Mir egal. Mein Chef ist unzufrieden. Er sagt, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Er sagt, geh in dein Büro. Ich gehe immer in mein Büro.
Die Bilanzen sahen rosig aus, aber befinden sich im freien Fall. Genau wie unser aller Leben. Genau wie euer aller Leben. Aber ihr hört mir alle nicht zu. Ihr sitzt da in euren kleinen Büros. Ich war gestern eine Kuh streicheln. Vorgestern war ich auf dem Friedhof. Was habt ihr gemacht? Die Kuh war heute. Es kommt mir vor wie ein endloser Marathon an Tagen. Ein endloses Hin und Her. Und jeden Tag das Gleiche. Aber heute habe ich eine Kuh gestreichelt. Gestern war ich auf dem Friedhof. Jetzt setze ich mich hin und... Excel. Okay, linke Spalte, rechte Spalte. Mann, ich habe gar keine Konzentration für diesen Scheiß. Am nächsten Morgen. Der Wecker klingelt. Ist mir egal. Ich schaue aus dem Fenster. Die Sonne brüllt. Ich kleide mich an. Ich bin unkonzentriert. Was ist los? Mein Leben verläuft anders. Meine Frau sagt, Morgen, Schatz. Ich sag, Morgen, Schatz. Der Fernseher läuft. Ich lass ihn an. Mal gucken, was passiert. Meine Frau sagt, komm, du kommst zu spät. Ich sage, ich komme immer zu spät. Ich gehe den Flur entlang. Die alte Vettel würde wieder drin sein. Was würde sie sagen? 5 Tage oder 4 Tage? Ich rufe den Fahrstuhl. Ich warte auf den Fahrstuhl. Die alte Vettel ist im Fahrstuhl. Ich rede mit ihr. Sie sagt, 3 weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. Es sind nur noch 3 weitere Schritte. Was meint sie mit der neuen Person? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Auch heute hätte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Ist mein obdachloser Freund denn wieder da? Können wir zum Friedhof? Nein, er ist nicht da. Wir können nicht zum Friedhof. So fahre ich zum anderen Friedhof, den wir gemeinhin Arbeit nennen. Ich gehe in Richtung Parkplatz. Mein Anzug sitzt gut. Ich stehe im Stau. Ich stehe immer im Stau. Mein ganzes Leben ist ein Stau. Aber es geht diesmal gut voran. Ich gehe zur Arbeit. Das letzte Blatt hängt am Baum. Ich betrachte das letzte Blatt. Ich fühle mich wie das letzte Blatt. Und es fällt herab. Ich fange es auf. Würde mich auch jemand auffangen, wenn ich fiele? Mein Boss sagt, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Geh in dein Büro. Ich gehe immer in mein Büro. Die Bilanzen sind desaströs. Wie auch das Blatt, so segeln sie nach unten. Aber niemand hält sie auf. Würde mich jemand aufhalten, eines Tages, wenn ich zum Büro fahre, hat euch alle hier jemand schon mal aufgehalten? Oder kommt ihr jeden Tag wie die Pinguine ins Büro gewatschelt, nur um vor euren Bilanzen zu sitzen und jeden Tag das Gleiche zu machen? Im Einklang, um euer kleines Schärflein zu sparen, um euch irgendwelche Kleinigkeiten leisten zu können, die ihr gar nicht braucht, nur um euren Nachbarn zu beeindrucken? Ist das das Leben? Ist das, was wir unter Leben verstehen? Ich setze mich hin. Ich habe keine Zeit für solche Gedanken. Excel-Tabelle. Linke Spalte, rechte Spalte. Oh Mann, keinen Bock. Naja, machen wir erstmal. Am nächsten Morgen. Ich stehe auf. Der Alarm kann klingeln. Ist mir egal. Ich schaue aus dem Fenster. Wieder ein schöner Tag. Es ist ein schöner Sommer. Ein guter Tag, zur Arbeit zu gehen. Der Fernseher läuft, mir egal. Morgen, Schatz. Morgen, Schatz. Ich lass den Fernseher an. Was soll es? Du kommst zu spät. Ich komme jeden Tag zu spät. Und du stehst jeden Tag am Herd, Schatz. Küsschen. Gut, wir verlassen die Wohnung. Ich betrete den Flur. Ob die alte Vettel wieder im Fahrstuhl steht? Bestimmt steht sie im Fahrstuhl. Ich rufe ihn. Da kommt er schon. Ding! Die alte Vettel steht im Fahrstuhl. 2 weitere Schritte und du bist eine neue Person. Ich habe die Kuh gestreichelt, ich habe den Friedhof besucht. Ich habe das Blatt gefangen. Was gibt es noch zu tun? Was könnte ich tun? Der Obdachlose ist nicht mehr da. Mein Anzug fühlt sich eng an. Ich will ihn nicht mehr tragen. Er fühlt sich an wie Sklavenkleidung. Ich betrete den Parkplatz, ich fahre mit dem Auto, ich steige aus. Ihr seid mir alle so egal mit euren verschissenen Kleinwagen. Ich gehe auf die Wiese, doch die Kuh ist auch weg. Sie ist bestimmt mit dem Obdachlosen unterwegs und zieht um die Häuser. Ich steige in meinen Kleinwagen, alle anderen warten und hupen kleinlaut, wie sie im Leben kleinlaut hupen. Vor allen anderen kuschen und warten. Das letzte Blatt ist weg, der Baum ist kahl, mein Leben ist kahl. Ich betrete das Büro. Du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Die Bilanzkurve im freien Fall. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Kann ich überhaupt nach Hause gehen? Ich kann nicht nach Hause. Meine Schicht fängt an. Mein Boss würde mich feuern. Zu feuern wäre ein großes Problem, denn wir müssen ja Geld verdienen. Wir müssen immer Geld verdienen. Das ganze Leben dreht sich nur noch um Geld verdienen. Geld verdienen, Geld verdienen. Du musst immer Geld verdienen. Du musst gut dastehen vor allen anderen. Du musst Markenklamotten haben. Du musst tolle Sachen haben. Du musst Pfannenwender haben. Du musst eine teure Küche haben. Du musst diesen super Urlaub haben. Du musst haben, 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 haben. Und bald ist ja auch wieder Steam Summer Sale. Ach nein, der ist vorbei. Die Ersparnisse sind dafür draufgegangen. Was soll die Scheiße? Es ist doch ganz egal. Ich betrete das Büro und da drüben wartet mein Stuhl auf mich, wie jeden Tag mein Stuhl auf mich wartet.
aber lasse ich ihn warten? Ein Notausgang. Ich bin in Not. Dort ist der Ausgang. Ich komme nicht aus dem Büro. Ich kann am Chef nicht vorbei. Was soll es? Ich gehe zum Notausgang. Doch der Notausgang führt mich aufs Dach. Was ist das für ein Notausgang? Warum führt er aufs Dach? Ist das der Notausgang aus meinem Leben? Springen. Ich will nicht springen, aber die Luft ist so gut. Ah, ich bin unschlüssig. Soll ich es wagen? Soll ich es wagen? Ich wage es. Ich steige aufs Geländer und... Am nächsten Morgen lasse ich den Wecker klingeln. Es war ein schöner Traum. Ich wäre gesprungen. Ich wäre gesprungen. Ich schwöre, ich wäre gesprungen. Wärst du gesprungen? Ich ziehe mir den Anzug an. Morgen, Schatz. Morgen, Schatz. Ich mach den Fernseher aus. Wir müssen Geld sparen für diesen super wichtigen Urlaub. Komm, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Küsschen. Ich verlasse die Wohnung. Ich gehe wieder den Flur entlang. Dort wartet wieder der Fahrstuhl. Beziehungsweise er wartet nicht. Ich rufe ihn. Ich drücke auf den Knopf. Dort kommt er schon. Ist die alte Vettel dran? Jawohl. Und sie sagt, ein einziger Schritt noch und du wirst eine neue Person sein. Ein einziger Schritt, doch in welche Richtung? Wir haben viel erlebt auf dieser spannenden Reise. Die bereits 50 Jahre währt, 50 Jahre Büroarbeit. Da gibt es ein schönes Jubiläum mit einem kleinen Kuchen und einer Kerze darin. Die Kollegen feiern, es gibt Konfetti, es wird getrunken und dann wird wieder gearbeitet. Ich betrete den Parkplatz. Ich fahre voran, der Stau ist heute besonders schlimm. Die Sonne knallt, mir ist heiß, ich mag nicht mehr. Der Aktenkoffer neben mir glänzt aus feinstem Schweineleder. Ich betrete das Büro am Baum vorbei, dort wo das Blättelein hing, das niemand aufgefangen hat. Doch was kann ich tun? Ich bin bereits gesprungen. Mein Boss sagt, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Betritt dein Büro. Ich betrete jeden Tag mein Büro. Die Kurve ist im freien Fall, so wie auch ich es gestern war, in diesem Traum, in diesem wunderschönen Traum. Ich fühlte mich erstmals frei, so frei wie ein Vogel, nicht so gefangen wie ihr alle in euren kleinen 1 Quadratmeter Büros, wo ihr hockt und jeden Tag eure Excel-Tabellen bearbeitet, dafür, dass der Boss noch mehr Geld verdient, dafür, dass der Boss der Einzige im Raum ist, der fett ist und ihr sitzt alle hier in euren geschniegelten Anzügen und denkt, ihr werdet es schaffen, ihr steigt die Karriere Leiter auf. Doch das Einzige, was bei euch aufsteigt, ist die Magensäure. Ich mag nicht mehr. Am nächsten Morgen ist mir alles egal. Der Alarm ist mir egal. Die Sonne ist mir völlig egal. Die Garderobe. Ich zieh mich heute nicht an. Ich bleib zu Hause. Ich begrüße meine Frau. Zieh dich an, du kommst zu spät. Ich komme immer zu spät. Ich mach den Fernseher trotzdem aus. Der nervt mich einfach mit diesen Werbeanzeigen, mit diesem Geflimmer, mit diesen Angeboten. Meine Frau sagt, komm schon, du kommst zu spät ins Büro. Ich sage, kümmere dich nicht darum, Schatz. Ich liebe dich. Ich gehe den Flur entlang in meiner Unterhose. Was soll es? Das Einzige, was ich noch ändern kann, ist einfach diesen scheiß Anzug nicht mehr zu tragen. Ich drücke den Knopf, ob die alte Vettel diesmal wieder im Fahrstuhl steht. Sie steht im Fahrstuhl und sie sagt, nur noch ein einziger Schritt und du bist eine neue Person. Ich hoffe, sie hat recht. Ich hoffe, meine Unterhose gefällt ihr. Sie ist gefährlich hoch mit der Mundhöhe. Ich verlasse den Fahrstuhl und meine Gedanken wandern. Ob ich mit der Unterhose mal in die Stadt gehe? Doch die Ampel ist rot. Die Ampel ist immer rot. Im Leben sind alle Ampeln immer rot und es geht darum, ob man sich jetzt an die Regeln hält oder nicht. Ich betrete den Parkplatz. In Unterhose fahre ich ins Büro, aber weil es sich so luftig anfühlt, will ich noch einmal in Unterhose auf die Wiese. Die Leute gucken merkwürdig, aber es ist mir natürlich wieder einmal scheißegal. Mein Handy klingelt, ich drücke es weg, ich werde nachher zurückrufen. Ich gehe jetzt runter von der Wiese und wieder rauf auf die Straße. Dort wartet mein Auto. Ich gehe in mein Auto. Ich hätte gerne ein anderes Auto, aber was soll's, es reicht eben nicht. Alle anderen haben das gleiche Auto. Ich betrete das Büro vorbei an diesem jämmerlichen Baum, der unser allerjämmerliches Leben symbolisiert. Mein Chef sagt, was? Wo ist deine Krawatte? Du bist gefeuert! Ich bin gefeuert. Was soll die Scheiße? Es ist mir egal. Den Alarm kann ich jetzt ausmachen. Ich muss nicht mehr aufstehen. Leckt mich doch alle am Arsch. Das Wetter ist schön. Ich habe eine Badehose an. Ich will an den See fahren. Ich habe die Schnauze voll von dem Scheiß. Meine Frau ist weg. Der Fernseher ist aus. Meine Frau ist weg. Bin ich alleine? Ich habe meinen Job verloren. Ich habe meine Frau verloren. Ich bin aus der Tretmühle ausgebrochen, aber zu welchem Preis? Ist das alles, was uns im Leben bleibt? Die alte Frau ist weg. Die alte Vettel. Ich vermisse die alte Vettel. Was sie jetzt wohl sagen würde?
Ich verlasse den Fahrstuhl, aber das ist egal. Schweigend und zermürbt betrete ich den Parkplatz. Ich bin heute der Einzige auf der Straße. Es ist Sonntag, aber das ist egal. Hallo Baum, alter Freund. Bist du auch so tief gefallen? Ich habe dich aufgefangen. Die Firma ist am Boden. Der Baum ist kahl, meine Frau ist weg, ich bin gefeuert. Und niemand ist mehr da. Wie ich einfach keinen Bock mehr habe auf die ganze Scheiße. Und du hast diese Alternative aus Tretmühle und Affenkäfig oder aus Versagen. Entweder bist du erfolgreich oder du bist ein Versager. Daraus definiert sich heutzutage die Gesellschaft. Es gibt keine Graustufen mehr, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Sei erfolgreich oder sei ein Niemand. Aber nur als Niemand kannst du das Leben genießen. Jeden Tag derselbe Traum.